Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Ja, wie du deine wahre Dualseele erkennen kannst, darum soll es heute gehen und ich möchte dir fünf wichtige Anzeichen dazu mitgeben, mit denen du zweifelsfrei erkennen kannst, dass es sich bei den Menschen, den du dort triffst, um deine Dualseele handelt. Dazu erst noch ein kurzes Wort von mir zu diesem Begriff. Ich mag diesen Begriff Dualseele eigentlich gar nicht wirklich benutzen, denn er ist mit so vielen Dingen belastet, die mir persönlich einfach sehr, sehr sauer aufstoßen. Dieses ganze Konzept, was dahinter steht, kann ich absolut nicht gutheißen, finde ich mega manipulativ und tatsächlich sehr gefährlich. Du kannst gerne hier mal auf meinem Kanal auch schauen. Ich habe da schon einige Videos drüber gemacht. Dennoch habe ich für mich entschieden, diesen Begriff wieder zu benutzen, denn es ist der Begriff, mit dem die meisten Menschen einfach etwas anfangen können und wissen, worum es geht. Dennoch distanziere ich mich ganz klar von diesem typischen Dualseelenkonzept, wie es gelehrt wird oder wie es weitergegeben wird mit dem Gefühlsklärer und, der, und, 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 und dem Loslasser und diesem durch den Schmerz schicken und so weiter. Denn das ist für mich Manipulation und keine Liebe. Und die wahre Dualseele ist die Seele, die du liebst von Anbeginn der Zeit, die du erkennst und die du immer lieben wirst. Und da geht es nicht darum, demjenigen irgendetwas aufzuzeigen oder ihn durch Schmerzen zu schicken oder irgendetwas. Und es gibt für mich auch nicht die Trennung in Loslasser und Gefühlsklärer, denn beide Parts haben beide diese Dinge in sich. Das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das im Vorfeld zu sagen. Ähm, ja, weil ich da einfach nicht wirklich hinterstehe. Dennoch, wie gesagt, nutze ich diesen Begriff und ich hatte vor kurzem auch schon ein Video gemacht zu dem Thema, wie du erkennst, dass es eine falsche Dualseele ist. Ich werde dir das gerne hier am Ende verlinken und das ist jetzt sozusagen der Aufbau da drauf und es sind eigentlich ähnliche Punkte, die hier auch beschrieben werden. Aber ich möchte einfach noch mal ein bisschen darauf eingehen und auch aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem was ich durch die vielen Beratungen in diesem Bereich gelernt habe und erkennen durfte, da einfach noch mal Anhaltspunkte geben, dass du eben für dich sicher sein kannst, es handelt sich dabei um diesen Menschen, um diese Person, um diese Seele. Ganz wichtig ist mir auch noch zu sagen, dass die Dualseele nicht der Mensch oder die Seele ist, die dich komplett macht, weil das ist ja auch etwas, was gerne behauptet wird, dass das eben diese Person ist, die deine zweite Hälfte ist, die dich komplett macht. Das würde aber bedeuten, dass du ohne diesen Menschen immer als halbe Person, als halber Mensch herumlaufen würdest. Und das ist einfach nicht wahr. Du brauchst niemanden, um komplett zu sein. Du bist so, wie du bist, absolut perfekt und komplett. Natürlich hat jeder von uns Themen, die aufgearbeitet werden dürfen. Genau deswegen passiert ja auch diese Begegnung. Aber es heißt eben nicht, dass diese Seele oder dieser Mensch dich komplett macht. Und es ist eben auch nicht die rosarote Liebe, die, wenn man sich erkannt hat, dann gleich wunderbar ist und super schön und wo keine Probleme sind. Und auch die Paare, die durch lange Jahre der Trennung gegangen sind und sich wiedergefunden haben, werden auch nicht immer alles rosarot haben. Es bedeutet eben dennoch auch gemeinsam diese Partnerschaft zu leben und die Konflikte, die eben immer entstehen, wenn zwei Menschen zusammen sind und wenn zwei Menschen in Liebe verbunden sind, ja, das ist ganz normal. Und diese Konflikte werden immer aufkommen und die werden einfach gelebt werden müssen. Und das ist etwas, was ja, was ein wichtiger Punkt ist, dass du das verstehst, dass du diesen Menschen nicht brauchst, aber dass es natürlich schön ist, wenn du ihn erkennst, und einfach verstehst, dass das die Person ist, mit der du eben schon von Anbeginn der Zeit verbunden bist und mit der du auch schon verschiedene Inkarnationen gelebt hast. Und damit kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Denn beim Kennenlernen wirst du sofort wissen, dass dort etwas Besonderes ist. Du wirst es in den Augen sehen, du wirst es spüren, wenn ihr euch berührt, du wirst es einfach wissen. Es ist diese, dieser Punkt, wenn du deine wahre Dualseele gegenüberstehen hast, dann weißt du es. Vielleicht weißt du noch nicht, dass es deine Dualseele ist. So war es bei mir, weil ich bis zu dem Zeitpunkt von diesem Begriff und von diesen ganzen Dingen überhaupt keine Ahnung hatte. Ich wusste, wusste nichts davon und hatte auch von Seelenpartnern ja, mal so am Rande gehört, hatte mich aber überhaupt nicht damit beschäftigt. Und dann stand dieser Mann vor mir und schaute mir in die Augen und ich wusste in diesem Moment ganz klar, dass ich diese Person liebe. Obwohl ich ihn noch nie vorher in diesem Leben gesehen hatte, wusste ich, da ist einfach eine ganz besondere Bindung. Und als wir uns in den Arm genommen haben, da habe ich auf der einen Seite ganz klar gespürt, da war diese magische Liebe, die einfach da war und gleichzeitig war da Todesangst und das war der Wunsch wegzulaufen. Weil ich wusste, es würde einfach nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und das war ein wirklich krasses Gefühl. Die Verliebtheit kam ein bisschen später. Sie kam sehr schnell, aber sie kam etwas später. Aber dieses Gefühl, diesen Menschen zu lieben, das war von Anfang an da. Und das ist krass, wenn du davon ausgehst, dass du diese Person ja eigentlich noch gar nicht kennst. Aber du stehst da vor jemandem und du weißt: wow, hier passiert gerade was ganz, ganz Großes. Und ich weiß einfach, dass ich diesen Menschen kenne und dass ich diesen Menschen schon mal begegnet bin. Und deinem Gegenüber geht das genauso. Ob derjenige das so spürt, so zugibt oder dazu stehen kann, sei dahingestellt. Aber deinem Gegenüber geht es ganz genauso. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ihr erkennt beide diese Gefühle und sie werden auch nicht geleugnet. Etwas ganz, ganz Wichtiges, denn oft werden ja auch Partner oder Menschen als Dualsehen bezeichnet, gerade weil sie eben sagen: Nee, da sind keine Gefühle und ich liebe dich nicht und so weiter. Das sind aber dann, das sind vielleicht karmische Partner, das sind vielleicht irgendwelche anderen Energien, die dort eine Rolle spielen oder es ist tatsächlich einfach jemand, der dich nicht möchte. Aber deine wahre Dualseele wird immer sofort genauso wie du erkennen, dass ihr euch liebt, dass ihr euch bereits kennt und dass da diese tiefe Verbundenheit ist. Was nicht heißt, dass das immer in einer wunderschönen Beziehung enden muss. Aber er oder sie erkennt es ganz genauso wie du in dem Moment, in dem ihr euch kennenlernt. Das ist ganz wichtig. Und da kannst du dir dann auch wirklich sicher sein, dass das so ist. Und wenn da jemand ist, der sagt, nein, ich möchte dich nicht und da sind keine Gefühle, dann darfst du das bitte auch so annehmen. Denn dann sagt dieser Mensch in dem Moment die Wahrheit. Dann ist es aber auch nicht deine Dualseele. Der dritte Punkt. Mit deiner Dualseele wirst du diese Liebe leben. Egal ob ein paar Stunden, ein paar Tage, Wochen oder Jahre. Ihr werdet diese Liebe leben, denn es geht überhaupt nicht anders. Es ist der dritte Punkt, an dem du erkennen kannst, dass du deiner wahren Dualseele begegnet bist. Ihr werdet diese Liebe leben. Bei mir waren es erst ein paar Tage und dann Monate, in denen Rückzüge kamen, aber immer wieder dazwischen gab es Momente, in denen wir die Liebe gelebt haben. Die Gefühle wurden niemals geleugnet, weder von der einen noch von der anderen Seite. Durch die Ängste vielleicht auch nicht so ausgesprochen oder so gelebt, wie man das gerne wollte, aber sie waren einfach da und sie wurden niemals geleugnet. Und das bedeutet, deine wahre Dualseele, ihr werdet diese Liebe leben. Wie gesagt, wie lange das ist, das ist erstmal sei dahingestellt, aber nach dem Kennenlernen und dem Erkennen, dass ihr euch wiedergefunden habt, werdet ihr diese Liebe leben. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn das nicht passiert, dann ist es nicht deine wahre Dualseele. Der vierte Punkt, ihr bringt euch gegenseitig an eure Grenzen. Du erkennst im anderen deine Muster, er oder sie erkennt in dir die eigenen Muster und genau das ist es, was eben oft dann auch dazu führt, dass diese Paare wieder oder erstmal wieder getrennt werden. Es gibt durchaus auch die Paare, die es schaffen, gemeinsam. Diese Ängste und Muster zu durchleben, die meisten werden jedoch erstmal wieder getrennt, bis sie das aufgearbeitet haben. Das kann sein, dass das mehr als diese Inkarnation braucht. Das heißt, es kann sein, dass diese Trennung erstmal endgültig scheint, weil man sich in diesem Leben nicht noch einmal begegnet. Es kann aber auch sein, dass man sich nach Monaten oder Jahren wieder trifft und dann bereit ist für eine wirklich gelebte Partnerschaft. Da gibt es kein Patentrezept und da gibt es auch keinen klaren Weg, denn es ist individuell. Und das ist auch etwas, was wichtig ist zu verstehen, denn es ist eine, eine Partnerschaft zwischen zwei Menschen und Menschen sind immer individuell. Und jeder von euch hat verschiedene Muster mitgebracht aus den früheren Inkarnationen, aus dem eigenen Leben. Da sind Traumata entstanden, da sind Wunden, die geheilt werden möchten, zusammen, alleine, wie auch immer. Jeder hat die. Und genau das ist es ja, was diese Ängste eben auch auslöst. Und diese Liebe ist so stark, dass sie eben oftmals nicht gelebt werden kann, solange diese Ängste und Muster da sind. Die dürfen erst geheilt werden. Und oft halt einfach alleine. Aber das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem du erkennst, dass das deine wahre Dualseele ist. Wenn plötzlich all die Dinge aufbrechen und sich eben nicht mehr... Deckeln lassen, die dich belasten, wenn du plötzlich mit deinen tiefsten Ängsten, aber genauso mit deinen tiefsten Wünschen konfrontiert wirst. Denn deine wahre Dualseele wird dir immer auch zeigen, wie du dein Leben eigentlich leben möchtest. Ob du es zu dem Zeitpunkt schon tust oder nicht. Meistens ist es nicht der Fall. Aber du wirst durch diesen Menschen erkennen, was du eigentlich willst. Und das ist auch genau ein großer Punkt der Anziehung, was du bei ihm oder ihr so wahnsinnig faszinierend findest. Das sind deine tiefsten Wünsche, die du aber noch meistens noch nicht lebst, weil du einfach noch zu sehr in deinen alten Mustern und Ängsten äh, gefangen bist. Deswegen trefft ihr ja auch aufeinander, dass ihr diese Dinge auflösen dürft. Und da greift auch der fünfte Punkt rein, der nämlich ganz klar sagt, dass nach dieser Begegnung sich das Leben komplett verändert. Wenn du wirklich deiner Dualseele begegnest, dann ist nach dieser, Beende, be, äh, nach dieser Begegnung nichts mehr so, wie es vorher war. Dein Leben wird sich massiv verändern, weil du einfach nicht mehr zurück kannst. Du kannst nicht mehr in das Leben, was du dir vorher geschaffen hast, was aber eigentlich nicht das ist, was du wirklich leben möchtest. Es wird nicht mehr möglich sein, ob du willst oder nicht. Und wenn es möglich ist, dann war diese Begegnung eben auch nicht mit deiner Dualseele. Dann war es ein karmischer Seelenpartner oder ein anderer Seelenpartner oder einfach ein Mensch, der dich sehr fasziniert. Auch das gibt es. Und das ist ja auch nicht weniger schlecht. Viele denken immer, dass die Dualseele das 9 plus Ultra ist, ist es aber nicht. Jede Liebe, die wirklich aus dem Herzen kommt und die wirklich gelebt wird, ist ganz, ganz wertvoll. Egal, ob da ein, ein, ein spiritueller Aspekt dahinter steckt oder nicht. Aber das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn es deine wahre Dualseele ist, dann wird sich danach einfach alles ändern. Bei mir war es auch so. Es hat gedauert, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und habe mit Mitte 40 nochmal angefangen, auch beruflich alles anders zu machen, weil ich endlich den Mut hatte zu sagen, das, was ich davor gemacht habe, ist so für mich nicht mehr stimmig. Und das fiel mit dieser Begegnung zusammen. Und es hat sich einfach alles verändert, weil ich angefangen habe, mich meinen tiefsten Traumata zu stellen, weil ich angefangen habe, meine tiefsten Ängste zu bearbeiten. Und es war einfach gar nicht anders möglich. Denn ich bin durch so tiefe Täler gegangen durch diese Begegnung, dass ich gar nicht anders konnte, als die Sachen zu bearbeiten, sonst hätte ich nicht überlebt. Und das ist etwas, was passieren kann. Deswegen sollte man sich auch gut überlegen, ob man wirklich dieser Seele begegnen möchte. Aber viele denken ja oder sind der Meinung, es ist vorherbestimmt. Ich bin mir da nicht 100% sicher, weil ich glaube, wir haben auch immer noch einen freien Willen. Dennoch glaube ich schon, dass es auch im Seelenplan ein Stückchen vorgeschrieben ist, ob wir dieser Seele in diesem Leben wieder begegnen, denn wenn beide Teile sich hier inkarniert haben, haben sie auch miteinander abgesprochen, dass sie sich begegnen, um eben wieder einen großen Teil aufzulösen und um zu gucken, ob es möglich ist, diese Liebe in diesem Leben dann eben auch zu leben. Bei vielen ist es möglich, bei anderen ist es nicht möglich, da kommt es vielleicht in der nächsten Inkarnation, man weiß es nicht, aber das ist auch nicht wichtig. Diese Begegnung ist wichtig dafür, um dich zu dir zu führen, um dich tatsächlich in gewisser Weise komplett zu machen, aber nicht dadurch, dass du die Partnerschaft mit diesem Menschen lebst, sondern dass du deine Teile in dir findest, die du bisher nicht gelebt hast. Und wenn du das zusammenfügst, dann wirst du komplett. Und dann gehst du genau die Schritte, die für dich richtig sind, und dann fängst du an, das Leben zu leben, was du wirklich schon immer wolltest. Und das ist eben letztendlich auch das riesengroße Geschenk hinter dieser Beziehung und hinter dieser Begegnung. Es geht nicht in erster Linie um die gelebte Partnerschaft, so sehr wir uns das auch alle wünschen. Aber darum geht es nicht. Es geht um eine übergeordnete Sache und es geht einfach ja auch darum, dass du diese Seele sowieso schon immer liebst und dass du diese Person deswegen auch nie verlieren wirst. Aber vielleicht habt ihr eben auch ausgemacht, in diesem Leben Erfahrungen in der Liebe mit anderen Partnern zu machen und nicht gemeinsam. Das kann man nicht wissen. Und wenn du anfängst loszulassen, dass das das Ergebnis sein muss, dann wirst du auch anfangen, deinen Weg wirklich gehen zu können. Und ja, das ist natürlich nicht einfach, ganz klar, weil der Wunsch danach ist natürlich riesengroß und das ist auch absolut verständlich und er darf auch da sein. Doch sollte er nicht dein ganzes Leben behindern, sondern er sollte dich ja auf den Weg bringen zu deinem wirklichen Leben. Und wenn du da Unterstützung möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden, denn ich begleite da speziell Frauen, aber natürlich auch gerne Männer auf diesem Weg zu sich selber, um diesen gesamten Prozess besser zu verstehen und ihn einfach ein Stück weit leichter zu gehen. Denn ich bin da seit acht Jahren durchgegangen und ich habe mich komplett gemacht, ich habe mich gefunden, ich habe das gefunden, was ich möchte. Und lebe das Leben in großen Teilen, was ich möchte. Das, was noch fehlt, steht jetzt an. Aber ich bin komplett geworden durch diesen Weg. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, da durchzugehen. Und ich weiß, wie, wie sehr man an die Grenzen gerät. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, zu akzeptieren, dass diese Liebe vielleicht nicht in einer Paarbeziehung gelebt wird. Weil diese Liebe so groß ist und weil man sich so sehr nach diesem Menschen verzehrt. Aber es ist möglich, damit umzugehen. Und das ist das Geschenk dahinter und das ist das, was wichtig ist daran. Und mit diesen fünf Punkten, die du jetzt hast, kannst du erkennen, ob es sich hier wirklich um deine Dualseele handelt. Denn alleine auch dieses Wissen kann schon helfen, dass du leichter damit umgehen kannst. Und dass du es auch leichter loslassen kannst. Denn wenn du erkennen solltest, dass es sich eben nicht um die Dualseele handelt, dann ist es vielleicht ein karmischer Seelenpartner. Das heißt nicht, dass das einfacher ist, weil das auch nicht heißt, dass die Liebe deswegen weniger groß sein muss. Aber du kannst es dann einfach ein bisschen anders einordnen. Und deswegen wollte ich dir das hier gerne mitgeben. Und ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare, über ein Like und auch über dein Abo. Und wie gesagt, wenn du da persönliche Begleitung möchtest, melde dich gerne bei mir. Du findest alle Infos in der Infobox unten und Wünsche dir einfach, dass du deinen Weg gehst, dass du für dich komplett wirst und dass du deinen Frieden mit dir in diesem Leben findest und einfach hier eine wunderschöne Zeit hast.